Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Star Ocean The Last Hope. Ja, wir haben das letzte Mal hier pausiert, keine Ahnung, ich glaube, ich hatte keine Lust mehr. Was ist denn das? Hört das auf oder ist das die ganze Zeit so? Nicht, dass wir da jetzt durchsprinten müssen, wenn das einmal aufhört. Sieht nicht so aus. Gut, dann ist das hier auf jeden Fall schon mal falsch. Huch! Himmel, Herr Gesangsverein. Ist das so wie bei Final Fantasy 13, dass wir hier die Gegner in der Nähe umbringen müssen? Damit das wieder aufhört? Wir werden sehen. Oder das ist irgendein zufälliger Algorithmus. Ja, man merkt, ich habe jetzt irgendwie ein paar Tage nicht gespielt. So. Sehr schön. Es tut mir übrigens leid, immer wenn ab und zu ein Video mal nicht kommt an einem Tag. Also eigentlich habe ich die Parts immer fertig. Nur Camtasia will er nicht rendern. Oh, Überfall. Ja, soll mir recht sein. Aber wenn Camtasia nicht rendert, habe ich das Problem. Naja, dass ich halt keine Videos habe. Es gibt halt Dinge, da verstehe ich die Welt selbst nicht. Er will nicht. Tot. Überfall. Yay. Und noch einer. Ja, leckt mich am Arsch. Was ist denn das hier schon wieder für ein Prinzip? Naja. Es hat übrigens jemand gesagt, dass wir auf jeden Fall jeden Kampf mitmachen sollen und dass es egal ist, ne, ob das dann irgendwie schwere Kämpfe, leichte Kämpfe sind, durch die ich mich ja durchschnetze, weil das ja so schnell gehen würde. Und na, da bin ich ja dann beruhigt. Fühle ich mich auch nicht schlecht, wenn ich dann hier... Autsch! Wo bist du, kleines Arschloch, noch da? Und tschüss. Und da ist noch einer. Yay! EM-Bombe erhalten. Zweimal. Sehr schön. Toll, dass wir auf jeden Fall Mega Man mit dabei haben. Also diesen Typ hier. Ja, das scheint wirklich der Fall zu... Hä? Jetzt leuchtet es doch wieder. Hä? Also hier ist definitiv kein Durchkommen. Das heißt, wir müssen wieder hier hin. Von hier sind wir aber gekommen, oder? Ich bin verwirrt. Da ist die Kiste. Ist hier irgendeine Apparatur, womit wir das ausschalten können? Ich vermute es mal, dass die irgendwo sein wird. Dann wollen wir wieder zurück. Hä? Wobei ich jetzt irgendwie nicht ganz verstehe, wo es denn dann zurückgeht. Okay. Ja, das war jetzt blöd. Dass wir jetzt überrascht sind. Dann auch noch von dem Dicken. Komm schon. So. Wunder, Herr Lobrechtig. Ich glaube, den konnte man angreifen. Okay. Wunder, Herr Lobrechtig, funktioniert das hier? Na gut, das war jetzt gemein. Mein Gott, nochmal, jetzt sterb endlich. For battle, rather an anticlimactic affair. Wir haben Mega Man. Jetzt ist hier der Weg zu. Was ist denn das?
Vielleicht müssen wir einfach nur warten. Die blinkt und dann blinkt sie nochmal. Dann müssen wir uns auch von ihr wegdrehen. Nee, bringt nichts. Ich check das irgendwie nicht ganz. Hier ist auch wieder ein Gegner, aber hier ist es wieder zu. Hier ist es auch zu. Ne, hier ist es jetzt gerade offen. Na, hier war ja wieder die Kiste. Hier gehen die auch nicht weg. Hä? Was ist das hier für ein Scheiß? Okay, der geht weg. Hier komme ich auch durch. Na, immerhin bin ich schon irgendwie etwas weiter gekommen. Wo bin ich jetzt? Okay, komme ich hier durch? Nein, die bleibt. Ich finde die Musikunterstützung hier irgendwie komisch, wenn ich ehrlich bin. So, lass mich raten, überrascht. Ja klar, wir haben uns zwar umgedreht, aber überrascht. Janet, Janet, I love you. Ach ja, ich liebe Rocky Horror Picture. Ja, jetzt zieht das Vögelchen. Also ich finde, dass also die Verhältnismäßigkeit, wir kriegen ein Damage und die machen, also und wir machen an denen so viel Damage und es reicht trotzdem nicht. Also ich finde, das ist ein bisschen unausgeglichen. So, Gegenstände einsetzen. Schön. So. Verdammt. Da war eine Kiste. Handliche Betäubungsbombe. Ja, gekonnt. Und jetzt hier entlang. Hier ist auf jeden Fall was zum Shoppen. Und da hinten ist ein Ausgang. Ja, die beiden Kisten. Das verstehe ich nicht. Das ist komisch, Kay. Können wir was kaufen, wenn hier keiner ist? Etwas kaufen? Du meinst zu diesen Verkaufsautomaten? Ja. Wenn man da Geld reinsteckt, kommt alles Mögliche da raus. Sitzt da einer drin, kommen die Sachen wegen Symbologie raus. Aber du hast hier gar keine Symbologie eingesetzt. Ist aber komisch. Ich weiß nicht, ob du mit dem richtigen Denkansatz dran gehst, Lümmel. Nein, Herr Edge, es gibt keinen falschen Denkansatz, wenn man nach Antworten sucht. Entscheidend ist, wie man sie findet. Okay. Fräulein Lümmel. Ihr ausgeprägter Wissensdurst ist eine wundervolle Sache. Ich bin tief beeindruckt davon. Oh, guck mal, er lächelt. Wenn Sie mir erlauben, werde ich Ihnen helfen, Ihre Antworten zu finden. Das ist gar nicht gut. Okay. Was ist nicht gut? Haben Sie womöglich schon zu einer Antwort gefunden? Ich kenne kein Fräulein, ich bin einfach Lümmel. Fräulein Lümmel, das wäre nicht richtig, das wäre unhöflich, sie nicht angemessen anzureden. Sprich sie einfach so an, wie sie es möchte, okay? Wenn Sie darauf bestehen, Herr Edge, also dann, Lümmel, wäre dies angemessen? Ja, das gefällt mir viel besser, Bachi.
Nachdem dies geklärt wäre, lassen Sie mich wieder zum eigentlichen Thema zurückkehren. Dies hier, klein Lümmel, ist ein Verkaufsautomat. Okay. Na also, schon besser, oder? Süß. Und wir kaufen jetzt Brombeeren, weil die brauchen wir ja eh. Würde ich sagen. Geht der hier aus? Nee, aber der kommt da durch. Witz. Echt ein Witz. Ah! Spieldesign, ich hasse dich. Schön, dass du davon sprichst. Egal. Wir gehen jetzt mal hier raus in der Hoffnung. Ne? Hier ist so ein... Ich frage mich, ob das jetzt klug war. Oh, 10.000 Tastendrücke. Ist ja super. Super Achievement. Oh, ist er jetzt im Zorn. Das gefällt mir gar nicht gut. Na, wir sehen Vögelchen. Und wir fliegen. Ja. Increase in my combat ability is impressive. Also diese Finger sind echt gruselig. 10.000 Mal eine Taste gedrückt. Ich bin überwältigt. Hm. Jetzt kommen wir bestimmt wieder überrascht rein. Ja, Todesstoß. Mal gucken, wie lange wir das behalten. Na, warum fixiert das Viech immer uns? Wieder geflogen. Hm. Ja, da ist der Überfall. Ich bin begeistert. Aber immerhin kein kritischer. Immer noch nicht? Nee. Ich habe keine Lust mehr, dass das Viech hinter mir herrennt. Na, soll mir recht sein. Immer schön im Kreis laufen. Sehr schön. Ja, Level 25. Ich muss ihr lassen, sie hat echt eine schöne Augenfarbe. Was soll denn das?
Dieses Spiel, ne? Nicht so scheiße. Gut, jetzt müssen wir hier rein, vielleicht. Sind hier noch irgendwo solche Terminals? Hier irgendwo. Okay, hier komme ich auch nicht. Dann mache ich so. Damit der Gegner weg ist. Oh, wir haben Präventivangriff. Und dabei haben wir den von der Seite angelaufen. Und tschüss. I was just getting warmed up. Bring him on. Gut, dann wollen wir noch mal ganz kurz Gegenstände einsetzen. So. Und dann einmal Kenntnisse einsetzen, Edge. Heilung. Schön, kostet ja fast nichts. Und dann Kenntnisboost. Heilung. Machen wir mal einen weiter, bevor wir das andere machen. Weil ein Vögelchen hat mir gezwitschert, man sollte sich auf Heilung und diverse Sachen konzentrieren. Tarnung. Naja. Ja, sie hat ja Heilung gemaxt. Du machst das hier mal weiter. So, Kettenkombos. Klingt eigentlich ganz gut. Ach ja, hier war ja wieder eine Mauer. Ah, und da ist wieder ein Viech. Ach, mich riechen die Viecher auf. Ich meine, es sind so schmale Gänge und diese Kampfmusik ist abwechslungsreich wie Toast und Toast. Genauso wie die Gegnervielfalt. Ich meine, auf dem Planeten hatte man, glaube ich, mehr Gegnervielfalt als hier. Da hat der Blindzeit nicht funktioniert. Eigentlich wollte ich in den Zorn, also in den... Ne, diese Zorn-Super-Attacke, aber das habe ich irgendwie versemmelt. Tudum. So, Kiste. Elementbrecher, habe ich, glaube ich, gelesen. Hier geht's auch nicht weiter. Okay, dann müssen wir wieder zurück. Hier war auch zu. Ja, war's. Ich muss echt sagen, es nervt. Es nervt tierisch. Das hat Feng auch immer gesagt. The increase in my combat ability is impressive. This feels pretty good, Kay. Und jetzt hat sie Stille gelernt. Jetzt kann sie genau das gleiche wie Edge. Ist ja super. Oh Gott, geh weg. Wollen wir mal zu dem Ding. Ich weiß nicht, ob ich da schon war. Ich habe keine Ahnung. Und wieder fliegen wir. Blindzeit! Todesstoß! Großartig.
Ach so, das macht, dass wir sehen können, wo wir her können und wo nicht. Ach so, das soll der Trick dahinter sein. Ahahaha, toll. Dann macht das natürlich alles keinen Sinn. Einen meine ich natürlich. Ja, die bleibt. Gut, dann gehen wir nochmal hier rein.